Moin Moin! Mein Name ist Janischer Löwe, mit mir spielt die Mathilde. Genau. Ich bin hier in der Nacht gestorben, weil die dieses Ding existierte nicht. Und dann bin ich hier durchgefallen und dann genau hier am untersten Rand der Fallen gestorben. Das Geile ist, man kam nicht ran. Um näher ranzukommen, bin ich dann halt näher rangegangen. Bin durch die Stacheln gestorben und auch was denn? Näher ranzukommen, bin ich näher rangegangen. Ja, und dann bin ich halt gestorben, ne? Aber dann war der Rucksack halt näher dran und dann konnte ich mir den halt eben... Ja, egal. Wir haben ein bisschen die Basis verstärkt. Bisschen Reparaturarbeit gemacht. Du, ich hab sortiert. Ach, du hast sortiert? Ja, ich hab sortiert. Ich hab wieder alles alleine gemacht. Ja, das war alles im Chaos. Doch gesagt, deine Taktik ist Mist. Hast du was gegessen? Ja. Warte. Geht. Läuft. Ach, du bist schon wieder auch schon auf dem Bike. Kannst es kaum erwarten. Das schon vor. Nee, erstmal hole ich das Bike nur aus der Garage. Aha. Wollen wir dann beide zusammen eine Mission machen oder nimmt jeder eine an? Ich würde sagen, wir nehmen zwei unterschiedliche und jeder begleitet den anderen zu seiner Mission. Ich habe auch vorsichtshalber eine Schaufel mitgenommen. Die habe ich immer dabei. Man weiß ja nie, aus welcher Scheiße man sich rausschaufeln muss. Wie hart er das gesagt hat, der kleine süße Heinrich. Ich knall dich gleich ab. Knall dich gleich ab. Süß. Schade, dass man beim Schießen, beim Fahren nicht schießen kann. Tja. Ich mache erstmal einen Shotcut zum Händler, bevor ich einen Shotcut habe. Hä? Ja, ich überlege einen. Ja, hab ich's nicht verstanden, darum frage ich nach. Ja, einen Shotcut zum Händler. Shotcut zum Händler. Ja. Eine Kurzstrecke, aua. Das Ding ist, wir brauchen halt auch irgendwann wieder Lehm. Und warum einfach nur irgendein Loch im Boden buddeln, wenn man da einfach so eine Straße graben kann? Mhm. Oder? So gerne machen. Tob dich aus. Ach, wir sind ja schon mal geschützt. Oh, ich nehme mein Motorrad vorsichtshalber mit. Wieso? Hier ist ein Berg. Ja, aber das Problem war, wenn es auf der Kante steht. Schräg und. Egal, ich bin da paranoid. Ja, I speak with you, friend. Clear Zombies. Dann nehme ich das doch in 2,6 Kilometern entfernt. 2,6? Ich nehme 2,6 Kilometer, ja. Dann nehme ich 1,1. No matter what. Da wird uns nicht mehr dasselbe angezeigt. Okay. Vielleicht hatte ich ja den schon mit den 1,6 Kilometern. Oder 1. Hatte ja irgendwann schon mal 1. Aber meins ist ja näher dran. Nehmen wir das als erstes, wenn ich das sehe, wo es ist. Warum sehe ich nicht, wo es ist? So kann ich meinen Motorrad aufschauen. Habe ich nicht auf OK gedrückt? Also meins ist nach West. Doch, ich sehe es. Ach, ich sehe es hier nur. Okay. Muss irgendwie ich kann mein Motorrad nicht mehr aufstellen. Ich muss auf den Berg? Oh ja, das hatte ich auch schon mal. Dann lass uns klettern, würde ich sagen, ne? Ja, ich lasse mein Moped gleich hier stehen. Aber gibt es hier keinen besseren Zugang? Nope. 1,1 ist ja nicht viel. Nee, aber ich glaube. In welche Richtung ist das in etwa? Nordwesten, straight. Ach, Nordwesten. Ja, dann weiß ich, wo das ist. Es gibt einen etwas besseren Zugang. Follow me. Ich bin schon auf dem Berg. Na gut. Ach, Nordwesten? Ach so, dann da. Ja, okay. Ja, Nordwesten. 1 Kilometer noch. Bin wie ein Kaninchen hochgehüpft. Gehoppelt. Wie ein Kaninchen oder eher wie eine Ziege? Ziegen können sehr gut klettern.
Ja, dann wie eine Ziege. So ein kleiner Steinbock. Ach, der andere Zugang wäre definitiv besser gewesen, ja. Ach, hier gibt's einen Weg, Mensch. Hier gibt's eine Höhle. Oh, die können wir uns gleich mal anschauen, sobald ich da bin. Ich sehe dich noch nicht. Jetzt bräuchte man eine Leuchtpistole. Ich bin noch 80 Meter von dir. Noch 70. Pass auf, wenn das die Höhle geht, nur kurz um die Ecke und das war's. Keine richtige Höhle. Ja. Oh ja, doch, ist ein bisschen größer als erwartet. Das Loch. Die kommt ja, die kann ja auch hüpfen. Ja, natürlich können die auch hüpfen. Ist ja noch kein Schneller dabei, oder? Und die von hinten oder so? Nee. Da ist eine Kiste, ein Rucksack drin. Muffiger mit einem Poncho. Na, wusste doch, da ist jemand. Hello, Lady. Da kommt noch einer. Ah, hier geht's auch noch irgendwo hin. Ah, zum Eingangsbereich. Ich hab grad Fett gefunden, ist das nicht toll? Wow. Fett und Fleisch. Ah, Zombies sind am Eingang. Den hat's gut zerledert. Hat war alles hier. Ich weiß nicht, ist hier deine Mission oder? Nee, meine Mission ist noch 900 Meter weg. Achso. Ich fand nur das cool und dachte mir, lass mal angucken. Aua. Ich nehme die Fackel nochmal mit. So, dann könnte man ja hier weiter hochgehen. Hier geht's ja eigentlich. Mit dem Aufstieg. Wo bist du? Ich bin links an der Höhle vorbei. Ja, ich sehe dich. Und dann hoch. Da ist doch ein Kackberg, ey. Oh, ich bin durstig. Ich trinke mal was. Ach du Scheiße. Und jetzt wieder bergab. Wollen die mich verarschen? Wären wir mal einfach außen rum gefahren, glaube ich. Hier gibt's kein einfaches Außenrum. Kannst du mir in etwa die Koordinaten sagen, wo wir hin müssen? Nordwesten. Koordinaten. Ich sehe es nicht auf der Karte. Oh, doch, Schneegebiet. Ups. Schneegebiet. Ich habe den vorhin nicht gesehen. Ich dachte, der wäre hier im Dingsbums.
Der ist neben der Stadt. Ups. Ich hab's nicht gesehen. Ich dachte, das ist so 1,1 Kilometer, kann nicht weit weg sein. Ich renn nochmal zurück zu meinem Moped. Ach, ich hab hier schon mein Moped bei mir. Ah, hast du es gut. Dann sehen wir uns dort. Hui. Aua, oh na toll, jetzt habe ich mein Bein verstaucht. Nicht gebrochen? Nein, nur verstaucht. Ah, Vogel! Komm her, du Sack. Ich spiele mit dir Football, noch einer. Au, 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 au. Geht das schräg, geht das schräg. Au, 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 au. Geht mir zu gerade ab. Also der Rückweg war viel, viel schneller als der Hinweg. Naja, auf zur Stadt der Toten. Da, wo wir eigentlich nicht hin wollten. Genau, Stadt Frostbeule. Ja, wir müssen ja nicht in die Stadt, wir müssen ja nur an der Kirche vorbei und uns links halten, bei der Kreuzung dann links. Wie weit bist du noch vom Auto entfernt? Ich bin schon auf der Straße. Nee, ich meine, ein Auto zu bauen. Fragst du mich, wenn ich mitten auf dem Motorrad sitze, ernsthaft? Ja, ich dachte, das bist du immer gut informiert. Level 85. Was für ein Level hast du? Also 77. Ah, das dauert echt noch ein bisschen. Also ich bin jetzt im Schneegebiet. Ja, ich bin noch hinter dir. Ich finde auch, wenn man jetzt schon Waffen modifizieren kann, macht es ja auch Sinn, die Fahrzeuge zu modifizieren. Wir können ja auch die Fahrzeuge modifizieren. Ja, aber nur mit Farbe, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe noch kein besseres so Nitro oder, keine Ahnung, andere Klingen. Also Farbe ist mir bestimmt, das geht bestimmt. So, und das ist hier gleich... 2 Minuten noch. Hier unten ist das, bei der Brücke. Wo wir eigentlich schon mal hier waren. Ah. Kennst du? Oh. Ja, ich höre schon auf. Bist du auch hier? Ja, ich komme gerade. Dann starte schon mal. Was mir nicht wirklich gesagt ist. Also, wo das ist. Und nu? Clear the area. Oh, nee, nicht die. Da drin, also ich gehe jetzt da rein. Hier waren wir ja auch schon mal. Ja. Und. Schnelle Zombies. Wichser. So, 2 schnell haben wir schon mal im Nahkampf getötet. Ja, ich glaube, die nächsten beiden sind unterirdisch. War ja nicht irgendwas. Ein Bär drin oder sowas? Oh ja. Der ist auch gerade richtig wild. Oh, hinter dir. Ja. Yeah.
Gut, der hat keine Chance. Ja, rutscht zum Bär runter. Ah, nebengeschossen. Ja, wir hatten das ja so gemacht, dass wir irgendwie auf zwei Seiten das genau gemacht haben. Jeder auf einer Seite, dann ist der Bär immer so hin und her gerannt. Nein, Katze. Ja. Wir sind doch hier, alles gut, Katze. Zombie hat gerade den Bär gehauen. Na, wo ist er denn? Hast du ihn schon tot gemacht? Oh nein. Ups, war betrunken. Ich will auch nicht sterben, ey. Ich glaube, als wir hier waren, war der nicht so zappelig, oder? Doch. Hammer. Ja, jetzt runterspringen, oder wir kommen da, glaube ich, wieder hoch, ne? Kannst dich um den Bären kümmern. Ja, deswegen. Ich denk mal, das hast du letztes Mal auch gemacht und da hast du Spaß dran. Oh, Munition. Da hab ich Spaß dran. Dann kann man, glaube ich, hier so lang. Dann muss man da hoch. Ich weiß ja nicht, wie viel du noch töten musst. Talk to Trader. Okay, dann fahren wir erst zu meiner Mission. Ja, warte. So, ich will hier hoch. Hier ist die Kiste. Zwei Compound-Bogen, also Scheiß. Ist deiner hier in der Nähe? Oder in der anderen Richtung, 2 Kilometer. Oh Mann, das ist schon ein bisschen. Richtung Südosten. Gute Frage. Oh. Das ist noch hinter der Stadt im grünen Gebiet. Das ist ein etwas längerer Weg. Na ja gut, einen halben Tag haben wir noch. Oh. Haben wir unsere Bikes? Wo ist mein Moped? Ah. Also erstmal wieder ins grüne Gebiet, ja. Wir können auch hier durchs. Kann auch ein bisschen durchs Dingsgebiet fahren. Durchs Schneegebiet. Dann erforschen wir das noch ein bisschen mit. Ja, ich warte nur auf dich. Ich fahre hinterher. Kann sein, dass ich zwischendurch was zerlegen muss, um aufzutanken. Ja, ich bin noch bei 71. Na, ich bin bei 63. Aber ich habe, glaube ich, 1000 Gallonen noch dabei. Uhuhu! Ich fahre ja nicht ohne Sprit los. Ja, ich hole mir dann immer Sprit, wenn es zu wenig wird. Mit Vollgas!
Ja, es weihnachtet wieder sehr, ne? Jetzt schön Weihnachtsurlaub haben. Ach, da könnte man den ganzen Tag Let's Plays machen. Das heißt, du würdest jeden Tag mit mir Seven Days spielen? Ah, so weit gehe ich dann doch nicht. So weit gehe ich dann doch nicht. Was? Du hast einen überfahren, ich habe den anderen genommen. Ach, hier ist das Stadion, hier waren wir ja mal, ne? Oh, hier gibt es viele Autos, hier kommen wir auch nie wieder her eigentlich. Willst du hier noch kurz auftanken? Danke! Ich frag doch nur. Nein, du hast mich gerade voll über den Haufen gefahren. Ja, bei dir. Ich bin richtig zurückgesprungen. Bei mir? Ich habe das nicht gemacht, nicht gesehen. Also bei mir ist das nicht passiert. Nur bei dir in deiner alternativen Serverwelt. Oh, ein Motor. Da freut sich der neue Generator. Yay, ich bin Level 78. Hurra. Noch 7 Level vom Auto entfernt. Yeah. Oh, yeah. Aber Auto, hoffentlich kann man da zu zweit fahren, dass man nur, das hoffe ich auch, nur eins braucht. Oh. Hi. Was war abhauen? Okay. Ach, warte, ich wollte ja noch tanken. So. So. So, kurzes Intermezzo und mein Moped ist wieder aufgetankt. Ich wollte nur alles aus meinem Moped raus, aus meinem Inventar raus haben. Ja, oh, Moped ist aufgetankt. Wunderbar. Du bist durstig. Trinke Flüssigkeit. Es regnet. Mach dein Maul auf und halt sie nach oben. Dann gibt's doch Wasser. Schön Wasser. Du bist einfach jetzt die Straße weiter gefolgt, oder? Mhm. Vielleicht gibt's hier ja noch was Interessantes irgendwie. Interessantes irgendwie? Oh. Muss mir nur Bescheid geben, wenn du querfeld einfährst, weil. Das sehe ich ja schlecht. Ich folge dir nur dem Pfeil. Also ich warte jetzt letzten Endes darauf, dass eine Abzweigung nach rechts kommt und dann würde ich nach rechts fahren. Ah, bin ich nicht schon mal lang gefahren? Also ich nicht. Ja. Für mich ist das hier Neuland. Hier ist noch ein großer Shotgun, ja. Ich habe doch hier die ganze Gegend erkundet. Ja, ich aber nicht. Ja, ich sag's ja nur. Hier ist ja nix. Es kann sein, dass ich den Shotgun Messiah mir auch angeguckt habe. Es sind noch 1,5 Kilometer. Ja, das ist irgendwo am Rand. Kurz vom Spielende, würde ich sagen. Ah, ne, doch andersrum. Ah, da fahren wir. Okay. Ich dachte, wir fahren andersrum. Endlich gleich grünes Gebiet. Ach, ist das schön. Scheiß Schnee. Toll, es ist ja scheiß Nebel. Das ist gleich weg. Oh, Kornfelder. Auf der Farm da hinten waren wir auch, ne? Ups. Ich hab noch Hirsch überfahren. So. Konnte ich nicht so
liegen lassen, stehen lassen, was auch immer. Ich verstehe. Ich glaube, wir werden im sehr dunklen nach Hause kommen. Ja, das ist nicht so schlimm. Wir werden unsere Aufgaben erst am nächsten Tag, denke ich mal, abgeben müssen dann, ne? Ich denke auch. Demnächst nach rechts auf. Jetzt hier eine Straße nach rechts. Ich fahre jetzt querfeldein, weil ich weiß jetzt nicht, wo eine Straße lang führt. Ja, ich folge dir. Jetzt sehe ich dich ja. Ich habe keinen Bock, diesen doofen Pfeil zu folgen. Weil so fahre ich genau in deiner Spur und weiß, wo ich gegen nichts gegenfahre. Und wenn du irgendwo gegenfährst, machst du es halt kaputt und ich kann einfach danach durchfahren. Du, die Idee dahinter. Das ist es. Ah, die sind toll. Dann trinke ich erstmal was. Warte. Noch nicht aufmachen. Ich suche mir jetzt einen hohen Punkt. Da kletter ich erstmal drauf. Mach das. Da kommt nämlich schon der erste Kackvogel. Wow! Scheiße, die sind schnell. Ah, ja. Ah! Hilfe! Ah, eine schnelle Stripperin. Oh, das kann nicht wahr sein. Ups. Ja. Schaffe ich's noch? Ich glaube nicht, ne? Nee, es ist 18 Uhr, das wird nix. Muss das am nächsten Tag machen. Hast du die Mission überhaupt angenommen? Ja, ich hatte eine Mission. Nee, ich meine hier aktiviert, weil sonst brauche ich. Ja, habe ich. Weil sonst brauche ich jetzt nicht die Zombies platt machen, weil dann die wiederkommen. Ja, die kommen nach Hause. Ich hab mir schon gedacht, dass das hier so kacke wird. Seid ihr denn? Ich sehe euch nicht. Ich übernachte hier. Okay. Hab hier ein paar Zombies. Ich mache jetzt so ein bisschen Futter.
Essen machen muss. Bleib doch mal stehen, wenn ich auf dich schießen will. Oh, weißt du, was die Rede ist? Ich hab nicht dran gedacht, dass ich ja was vielleicht zum Klettern mitnehmen sollte, damit ich in die Basis reinkomme. Hab ich ja kein Holz, um mir wenigstens einen Frame zu machen. Das ist, nicht gut. Nee, und du hast deine Garage aufgelassen. Also was hier im Wohnwagen war, haben sie alles kaputtgeschlagen. Die sind ganz schön scheu, die Witzer. Koche ich erstmal. Es ist frustrierend. Ah, das Spiel ist nicht einfach. Wäre blöd, wenn es einfach wäre. Wenn es jeder könnte. Ja, das stimmt schon. Ich finde, wir haben noch nicht das richtige Mittel gegen diese schnellen Kackzombies gefunden. Ne, jetzt habe ich gerade einen Nagel. So. Guck mal, was kann ich denn so alles kochen? Chili Dog, Fischtacos. Sham Chowder, was brauche ich dafür? Altes Sham Sandwich. Okay. Also die haben ja alles zerschlagen. Hier gibt's nichts mehr richtig Tolles zum Einsammeln. Verrottenes Fleisch. Das habe ich doch hier irgendwo. Wo ist das verrottene Fleisch? Das Einzige, was sich bisher lohnt, ist der Stoff vom Zelt. Wir machen das ja ganz ja, um die Mission zu kriegen, ne? Oder zu schaffen. Hoffentlich hat sich die gelohnt. Ich muss hier dann ja nochmal neu an. Du musst hier neu anfangen. Ja, weil ich habe ja das Gelände verlassen. Mhm. Das ist gut, dass du das sagst. Dann repariere ich nämlich den Wohnwagen und baue da ein paar Stacheln drumherum. Ich frage mich nur gerade, wo unser ganzes verrottetes Fleisch ist. Im Schrank des verrotteten Fleisches. Ach, das habe ich. Ich hatte es doch hier. So, Hobostuch. Was fehlt mir denn für Hobostuch? Ach so, Fett. Da habe ich Fett. Kannst du mir dann morgen was zu essen mitbringen? Weil. Ja, kann ich machen. Ich gucke gerade, was ich alles so machen kann. Er hat hier nichts. Ja, also ich kann Wildbrateintopf machen. Ich kann Steak und Potato Meal machen. Sham, Chowder. Blaubeerkuchen, Chili Dog, Fischtacos, Hobostuch. Ganz viel. Ja, und irgendwas mitbringen. Thank you.
So, ich gehe jetzt in den Keller. Geht doch noch nicht in den Keller, weil da draußen irgendwer Stress schiebt. Okay, ja, ja. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Likes, Abos, etc. Ihr wisst Bescheid. Wir freuen uns immer drüber. Habe ich was vergessen? Nö, alles gut. Okay. Jo, dann macht's gut. Bis morgen. Ciao.